Ja, vielen Dank für die Einführung, Frau Becken, und vielen Dank für Ihre Einladung, hier zu dieser Tagung zu kommen, die natürlich sozusagen eine Art von Durchgang durch die Geschichte des 20. Jahrhunderts unter einer ganz bestimmten Thematik eigentlich ermöglicht hat und insofern reich an Assoziationen gewesen ist. Ich denke, dass denjenigen, die bislang dieser Tage beigewohnt haben, es sehr ähnlich gegangen sein wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, als Fräulein Stutt-Fill Ulrike Meinhof, wie es damals ja üblicherweise noch hieß, im April 1955 in Marburg eintraf, um als 20-Jährige an der Philipps-Universität ein Studium der Pädagogik, der Germanistik und Psychologie zu beginnen, galt sie als hochbegabt und konnte auf Voraussetzungen zurückgreifen, von denen die meisten ihrer Kommilitonen sicher nur hätten träumen können. Sie hatte kurz zuvor am Gymnasium Philippinum in Weilburg ihr Abitur in 4 Fächern, darunter Deutsch, Geschichte und Englisch, mit der Bestnote abgeschnitten und zum Monatsbeginn die Bewilligung erhalten, künftig ein Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes beziehen zu können. Das war vielversprechend und ließ Gutes, ja Außergewöhnliches erhoffen. Doch es gab eine schwere Bürde. Die 1934 im niedersächsischen Oldenburg geborene hatte schon lange zuvor den wichtigsten Teil ihrer Familie verloren. In einem noch am Gymnasium verfassten Lebenslauf schrieb sie: Mein bisheriges Leben wurde entscheidend bestimmt durch den Tod meines Vaters, als ich 5 Jahre alt war, und durch die Kriegsjahre, die meine Mutter mit uns Kindern durchstand, während sie selber in Ausbildung war. Ich war minderjährig, als ich starb und als meine Schwester und ich Zuflucht fanden bei Frau Professor Riemeck. Sie hatte also nicht nur 1940 ihren Vater, den promovierten Kunsthistoriker Dr. Werner Meinhof, durch eine Krebserkrankung verloren, sondern als 13-Jährige auch noch ihre Mutter Ingeborg, die an den Folgen einer Grippe gestorben war. Die Vormundschaft über die beiden Töchter, neben Ulrike, die der 3 Jahre älteren Wiebke, hatte ihre Freundin Renate Riemeck übernommen, die mit 32 Jahren seinerzeit jüngste Professorin der Republik, die an der Pädagogischen Hochschule Wuppertal Geschichte und politische Bildung lehrte, war in ihrer Sozialisation nach dem Tod der Mutter zur wichtigsten Bezugsperson geworden. Und diese Rolle gab Riemeck nach Meinhofs Abitur und zu ihrem Studienbeginn nicht einfach auf. Sie wechselte eher in die Rolle einer Mentorin. Das schlug sich schon bei der Auswahl ihrer Studienfächer nieder, denn sie studierte Fächer, die auf das Lehramt ausgerichtet waren. Und in ihrem Lebenslauf hatte sie geschrieben, dass sie dazu selbstverständlich durch Renate Riemeck angeregt worden sei. Schon bald lernte sie hier in Marburg den Physikstudenten Lothar Walle kennen, einen gläubigen Katholiken und angehenden Atomphysiker, der schon an seiner Diplomarbeit saß. Es dauerte nicht lange und sie wurden ein Paar. Sie beschäftigten sich mit Heiratsplänen und kündigten an, sich verloben zu wollen. Kurzum, es ging um eine ziemlich harmonische Einheit von Studium und Privatleben. Alles verlief in ganz geordneten Bahnen, die denen einer überaus angepassten Gesellschaft durchaus entsprechend zu schienen. Kaum etwas wies auf eine außergewöhnliche Entwicklung der Pädagogikstudentin hin. Doch es sollte bekanntlich anders kommen. Zur selben Zeit, als Meinhof in Marburg ihr Studium begann, fand in Ost-Berlin eine denkwürdige Sitzung des Zentralrats der FDJ statt. Es ging an jenem 6. April 1955 um, wie es in der dazugehörigen Vorlage hieß, die Schaffung einer westdeutschen Studentenzeitung namens Studentenkurier. Die staatliche Jugendorganisation der DDR gründete ein Blatt, das 2,5 Jahre später in Konkret umbenannt werden und in der Folge noch für manche Schlagzeilen sorgen sollte. Die 120.000 Studierenden in der von der SED bekämpften Bundesrepublik stellten, hieß es in dem Papier, eine bedeutende Kraft in der nationalen Bewegung des deutschen Volkes gegen die Wiedererrichtung des deutschen Militarismus dar, die es wiederum für die angestrebte Wiedervereinigung Deutschlands zu nutzen gelte.
Da es aber in der Studentenschaft Strömungen gebe, in denen die Ablehnung der Remilitarisierung nicht so fest verankert und der Antikommunismus dominiere, bedürfe es einer Studentenzeitung, die eine offensive Aufklärungsarbeit leisten müsse. Die Zeitung müsse das Organ der antimilitaristischen und nationalen Strömungen werden. Bemerkenswert waren die wahrlich nationalistisch zugespitzten Ober- und Untertöne des Unterfangens. Verlagsort der Zeitung sei Hamburg. Dort habe auch die Redaktion ihren Sitz. Das Blatt, das auf das sogenannte demokratische Kulturgut eingeschworen wurde, solle im Großformat DIN A3 erscheinen und 20 Pfennig kosten. Die Startauflage betrage 5000 Exemplare. Der Studentenkurier solle nach Möglichkeit an allen westdeutschen Universitäten und Hochschulen vertrieben werden. Die Zusammensetzung der Redaktion stand übrigens nicht zur Erörterung, sie war bereits zuvor festgelegt worden. Hier gehörten mit dem Philosophiestudenten Klaus-Rainer Röhl, dem Rundfunkjournalisten Eckhard Heimendahl und dem Jurastudenten Klaus Übotter drei Mitglieder der in der Hansestadt aktiven kommunistischen Studentengruppe an. Auch die anfallenden Kosten für Druck und Vertrieb, für Honorare, Archiv und Büromaterial waren bereits allesamt durchkalkuliert. Unterzeichnet war das Protokoll von keinem Geringeren als Erich Honecker, dem damaligen Zentralratsvorsitzenden der FDJ, und Herbert Mies, dem Vorsitzenden der bereits 1951 verbotenen westdeutschen FDJ, der sich angesichts der mit der Illegalität verbundenen Gefahren und des nun auch noch drohenden KPD-Verbots zusammen mit deren Vorsitzenden Max Reimann und anderen in Ost-Berlin vorsorglich in Sicherheit gebracht hatte und der später ja bekanntlich über viele Jahre hinweg Parteivorsitzender der DKP werden sollte. Danach lief alles wie am Schnürchen und es dauerte nicht lange, bis die erste Ausgabe des Studentenkuriers zwischen Kiel und Freiburg an etwa 2 Dutzend Universitäten und Hochschulen erscheinen konnte. Und zwar am Jahrestag einer historischen Zäsur, wie es kaum eine wichtigere hätte geben können, nämlich am 8. Mai 1955, dem 10. Jahrestag der von der Roten Armee nicht zuletzt erzwungenen Kapitulation des nationalsozialistischen Deutschlands. Von welchem Schlage der angehende Chefredakteur Röhl war, verriet sich darin, dass er schon der ersten Nummer ein Preisausschreiben veranstaltete. Die geneigte Leserschaft solle herausfinden, wer denn eigentlich hinter dem Blatt stehe und es finanziere. Um die Fantasie anzureizen, stellte er zur Wahl eine Firma, eine Partei, eine andere politische Interessengruppe, das Verfassungsschutzamt, irgendeine kommunistische oder narzisstische Tarnorganisation, irgendein Personenkreis oder sonst noch ein großer Unbekannter. Da er sich offenbar sicher war, dass Mutmaßungen auf den Plan treten würden, dass die neue Zeitung aus dem Osten finanziert und gesteuert werden würde, versuchte er durch diesen Schalk derartige Fantasien gleich zu Beginn in Gestalt einer ironisch-sarkastischen Überhöhung ad absurdum zu führen. Dem Gewinner winkten zur Belohnung 3 Flaschen Sekt, überreicht und zugleich naheliegenderweise geleert bei einem von der Redaktion veranstalteten Sommerfest. Bei der Erfüllung eines solch subversiven Auftrages war es naheliegend, dass es eines Führungsoffiziers bedurfte, der für die nötigen Instruktionen sorgte, seine Untergebenen kontrollierte, die Fäden immer in der Hand zu halten versuchte und manchmal auch in die Rolle eines Trappelshooters zu wechseln hatte. Für Röhl war das der 26-jährige Manfred Kaplow, Deckname Chapel, ein mit Selbstbewusstsein, Witz und Chuzpe ausgestatteter Agent. Er sorgte bei einem konspirativen Treffen in Ost-Berlin dafür, dass es an den nötigen Finanzen nicht mangelte. Es sollen, wie er selbst hervorhob, ein ums andere Mal 40.000 Mark gewesen sein, die er von Ausgabe zu Ausgabe bei der SED zunächst für den Studentenkurier und dann von 1957 an für konkret locker zu machen wusste. Ohne ihn, betonte er, hätte es das spätere Vorzeigeblatt der außerparlamentarischen Linken überhaupt nicht geben können. Für ihn war Röhl übrigens das größte Schlitzohr weit und breit. Dessen politische Vorstellungen hielt er nicht in den Berg, seien immer mit einer gehörigen Portion Egoismus gepaart gewesen. Sein Schützling entschied sich exakt an jenem Tag,
Mitglied der KPD zu werden, an dem sie vom Bundesverfassungsgericht verboten wurde, nämlich am 17. August 1956 aus Solidarität, wie er später einmal erklärte. Dieses Motiv dürfte durchaus ernst zu nehmen gewesen sein. In seinen Erinnerungen schilderte er eine unter gebildeten Leuten oder gebildeten jungen Leuten der Adenauer-Ära gar nicht selten anzutreffende Trotzhaltung. Lange bevor ich Kommunist wurde, wurde ich so häufig und ungerechtfertigt, so absurd und bösartig Kommunist genannt, dass es mir am Ende nichts ausgemacht hätte, tatsächlich einer zu werden. Mitglied einer geprügelten Minderheit, die sich verstecken und verbergen musste und die man am liebsten gelünscht hätte. Diese Haltung dürfte demnach eher etwas mit Altruismus zu tun gehabt haben, als mit ideologischer Verblendung. Der spätere Konkretchef Röhl wurde also bezeichnenderweise erst in dem Moment Parteimitglied, als seine Partei für illegal erklärt und in seinen Augen unterdrückt worden war. Andererseits aber war es auch eine Geheimaktion, und zwar nicht zuletzt gegenüber der Leserschaft seiner Zeitschrift. Nach 4 Semestern verließ Meinhof die Philipps-Universität und wechselte, unterbrochen von einem einsemestrigen Intermezzo an der Pädagogischen Akademie in Wuppertal, zum Wintersemester 1957-58 an die Universität Münster. Nun schien es so zu sein, dass nicht mehr das Pädagogikstudium im Zentrum ihres Interesses stand, sondern sie primär nach Möglichkeiten und Wegen suchen wollte, um etwas gegen die atomare Bedrohung zu unternehmen. Dieses politische Coming-out spielte sich in einer geradezu atemberaubenden Geschwindigkeit ab. Nicht an der hiesigen Philipps, sondern an der vorhin bereits erwähnten westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster. Ulrike Meinhof, sie war nun 23 Jahre alt, suchte in der örtlichen Hochschulgruppe des SDS nach Mitstreitern und gründete zusammen mit ihrem wichtigsten Kampfgefährten, dem damaligen oder dem späteren, müsste man sagen, Strafrechtler und Politikwissenschaftler Jürgen Seifert, einen studentischen Arbeitskreis für ein kernwaffenfreies Deutschland. Sie übernahm darin den Vorsitz und hielt vor allem am 20. Mai 1958, dem Tag, an dem studentische Komitees bundesweit gegen die Atombewaffnung der Bundeswehr auf die Straßen strömten, auf dem Platz vor dem Münsteraner Schloss eine Rede. Es war ihre erste öffentliche politische Rede. Seifert wird seinen Eindruck von Meinhofs Auftritt später in den Worten fassen: Ich glaube, ich habe geglaubt, eine neue Rosa Luxemburg vor Augen zu haben. Doch es gab eine andere, gewiss weitaus weniger heroisch besetzte Frauengestalt, die Seifert in diesem Zusammenhang auch hätte erwähnen können, nämlich die bereits mehrfach genannte Ziehmutter von Ulrike Meinhof, Renate Rimek. Denn sie fungierte nicht nur im Hinblick auf ihr Studienziel als Vorbild, sondern auch in politischer Hinsicht. Und das auf eine ganz konkrete Weise. Sie hatte den Appell der 44 formuliert, mit dem sich die Gewerkschaften gegen die Atombewaffnung der Bundeswehr aussprachen. Angesichts der engen Bindung, die sie weiterhin zu ihrer quasi Stieftochter pflegte, dürfte es ganz unwahrscheinlich gewesen sein, dass sie sie bei ihrem Start in den politischen Aktivismus nicht eingehend beraten hätte. Was Meinhof zumindest bis zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst, vielleicht aber geahnt haben durfte, war die Tatsache, dass ihr Vormund an der Angel eines der einflussreichsten pro-sowjetischen Einflussagenten hing, nämlich von Paul Neuhöfer. Sie hatte Seifert im Tone der Vertraulichkeit berichtet, dass Neuhöfer regelmäßig Rimek mit einem Packen internationaler Pressebeiträge ausgestattet besuche und ihr das weitere Vorgehen bespreche. Der Mann, der in der Waffen-SS-Division Hitler gewesen und mit einer Beinamputation aus dem Krieg zurückgekehrt war, hatte sich nun in einen überzeugten Kommunisten verwandelt und zu einer entsprechenden subversiven Tätigkeit verpflichten lassen. Er war es, der Renate Rimek, die als ehemaliges BDM- und NSDAP-Mitglied selbst auf eine verschwiegene NS-Vergangenheit zurückblicken konnte, bei ihren keineswegs nur publizistischen Aktivitäten dirigierte. Wie sehr sich Ulrike Meinhof mit der Mission, eine Atomrüstung auf deutschem Boden zu verhindern, offenbarte die Formulierung
Atomic, denn das war damals ihr Spitzname. Das mochte zwar spöttisch klingen, verriet aber gleichzeitig, wie ernst sie die Kampagne Kampf dem Atomtod nahm. Sie war für sie vor allem moralisch begründet. In einem von ihr verfassten Flugblatt hatte sie den Widerstand gegen die Atomrüstung mit den Worten gerechtfertigt: Wir wollen uns nicht noch einmal wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gott und den Menschen schuldig bekennen müssen. Sie war jedoch keineswegs die Einzige, die mit dem erwähnten Etikett versehen wurde. Es war gleich eine ganze Gruppe von Studentinnen, die als Atommädchen bezeichnet wurden. Das war zweifelsohne etwas despektierlich gemeint. Noch entscheidender dürfte allerdings gewesen sein, dass sie für bestimmte Interessenten in einem gewissen Sinne als politische Beuteobjekte betrachtet wurden. Sie warteten nur darauf, dass sie ihnen wie Fische ins Netz gehen würden. Die kommunistischen Kader waren auf die sogenannten Atommädchen regelrecht angesetzt worden. Sie wurden als naiv eingeschätzt und galten deshalb als eine relativ leicht anzufangende Beute. Konkret Redakteur Reinhard Opitz hatte eine ganze Kartei aufgebaut, um die studentischen Atomausschüsse zum Teil auch mit Fotos nach geeigneten Kandidaten und vor allem Kandidatinnen zu durchforsten. Zusammen mit Röhl klapperte er eine Universitätsstadt nach der anderen ab. Zu den Aktivistinnen, die sie besonders umwarben, gehörte etwa die Marburger SDS-Vorsitzende Eva Tietze, die spätere Ehefrau von Peter Rühmkorff und zeitweilige schleswig-holsteinische Bildungsministerin, die SDS-Aktivistin Monika Mitscherlich, Tochter des Psychoanalytikers Alexander Mitscherlich, spätere Ehefrau Jürgen Seifert und im Kontext der 68er-Bewegung Begründerin der antiautoritären Kinderläden und natürlich Ulrike Meinhof, in die sich Opitz verguckt hatte. Wenn man das anfängliche Verhältnis zwischen Röhl und Meinhof charakterisieren wollte, dann müsste man wohl am besten auf eine altbekannte Formulierung zurückgreifen, wonach sich zwei Menschen zuweilen in herzlicher Abneigung einander zugetan seien. Während der konkret Chefredakteur für sie ein Fatzke, ein fieser Kerl und ein Mann mit einem Agentengesicht war, wurde diese unübersehbare Antipathie von ihm umgekehrt fast noch überboten. Diese Friedenstante mit der schrecklichen Sophie-Scholl-Frisur schien für ihn überhaupt nicht in Frage zu kommen. Sie trug meistens dunkelgrüne Kleider, dazu Holzperlenketten und rauchte bisweilen auch noch ein so eindeutig männlich attributiertes Genussobjekt wie eine Pfeife. Kurzum, die Anti-Atom-Tod-Aktivistin, die mit ihrer ganzen Energie überhaupt nicht mehr wusste, wohin mit sich, war als Frau in keiner Weise sein Typ. Das bedeutete aber längst noch nicht, dass das auch in politischer Hinsicht der Fall sein musste. Und der unbestreitbar eitle und mit kaum zu ertragende Arroganz auftretende Röhl war ja nicht zufällig Mitglied in einer illegalen Partei geworden, der er gewiss nicht alles, letztlich aber vieles, zuweilen auch seine amorösen Gepflogenheiten unterzuordnen bereit war. Ihre Semesterferien hatte Ulrike Meinhof im August 1958 zusammen mit ihrem Verlobten, der gerade in Physik seine Diplomprüfung mit Bestnote bestanden hatte, auf der Ostseeinsel Fehmarn verbracht. 4 Wochen lang faulenzend, Musik hörend und Bücher lesend. Zusammen mit Lothar Walleck fuhr sie Anfang September 1958 nach Marburg, um einiges an Semesterarbeiten zu erledigen, zu denen sie wegen ihrer politischen Aktivitäten nicht gekommen war. Außerdem hatte sie vor, sich mit dem frisch diplomierten Physiker über den Status ihrer Beziehung, die unter den längeren Trennungsperioden gelitten hatte, endlich einmal auszusprechen. Doch auch das kam anders. Sie staunte nicht schlecht, als am Abend des 12. September, einem Freitag, plötzlich Röhl zusammen mit Opitz und Erika Runge, einer weiteren Konkretredakteurin, vor ihrer Tür stand. Sie wollten, gaben sie vor, mit ihr gerne das weitere Vorgehen im Zusammenhang mit einem Kongress gegen Atomrüstung besprechen. Zu ihrer Überraschung blieben sie schließlich das ganze Wochenende über da. Natürlich führten sie noch anderes im Schilde. Das verriet sich allein schon dadurch, dass sie der Umworbenen als Geschenk einen Plattenspieler und einen Batzen Brecht-Platten, wie sie kurz darauf Seifert in einem Brief offenbarte, mitgebracht hatten. Am Samstagnachmittag
fuhren sie mit ihr in ein außerhalb von Marburg am Waldesrand gelegenes Ausflugslokal, die Dammhöhle. Es war ein lauer Spätsommertag und die Atmosphäre wurde Stunde für Stunde romantischer. Und sie glaubten offenbar, dass es nur einfacher werden würde, Meinhof in dieser Stimmung für ihre Partei anzuwerben. Röhl verstand sich in der Rolle des doppelten Brautwerbers, und zwar für den bis über beide Ohren verliebten Opitz ebenso wie für die KPD. Ich redete wie ein Buch auf Ulrike ein, schrieb er anderthalb Jahrzehnte später in seinen Memoiren, nicht ohne sich im Datum um geschlagene 3 Monate zu vertun und den entscheidenden Tag in den Juni vorzuverlegen. War nicht verkrampft noch arrogant, hatte meinen großen Abend. Ich schilderte ihr den Sozialismus als die einzige Möglichkeit, alles zu verwirklichen, was die wirklichen Christen, ich kannte schon meine Partnerin, wirklich gewollt hatten, was die größten Denker der Antike gewollt hatten, die größten Träume der Menschheit, vor allem der gewaltige Traum der Gerechtigkeit. Er würde nur durch den Kommunismus verwirklicht werden können. An diesem Abend habe es überhaupt nicht kühler werden wollen. Ich habe Bertolt Brecht und Ernst Busch, Lenin und Christus sowie Mao und Platon zitiert. Und im Hintergrund sei aus einer Musikbox immer wieder dieselbe Platte zu hören gewesen. Weder sei es die Internationale, noch der Osten wird rot gewesen, hebte er vor, sondern ein Schlager, der sie ganz mild und wild und sensibel und schwärmerisch gemacht habe. Es war der im Original ursprünglich von der amerikanischen Schauspielerin Debbie Reynolds intonierte Song Tammy, die Titelmelodie des Liebesfilms Tammy, das Mädchen vom Hausboot. Ein regelrechter Schmachtbusen, in dem der Refrain lautet, hörst du den Südwind, er flüstert dir zu, Tammy, Tammy, dein Glück bist du. Röhl kommentierte die Überraschung jenes Abends, an dem sein Anwerbeversuch als Kommunist von einem trivialen Schlager auf ungeahnte Weise befördert und zugleich bei beiden in den Schatten gestellt wurde mit den Worten, das wollen wir festhalten. Am Anfang stand nicht das Lob des Kommunismus oder die Einsicht in die Notwendigkeit und die Solidarität, sondern etwas ganz Privates, etwas Unpolitisches. Und das war in diesem besonderen Fall der amerikanische Schlager Tammy. Ihm war offenbar klar, dass in Meinhofs Fall Privates und Politisches miteinander verbunden und eine überraschende Einheit gebildet hatten. Aber das war seinem Eindruck nach noch nicht alles gewesen. Indem er seine Rolle als Anwerber übertrieben habe, versuchte er den Vorgang weiter zu interpretieren, sei etwas eingetreten, wofür man in der Psychoanalyse den Begriff der Übertragung benutzen würde. Ulrike hatte an dem Brautwerber mehr Gefallen gefunden als an dem Freier. Das wussten wir damals aber noch nicht. Erst einmal hatte sie sich für uns entschieden, für den Fortschritt. Ein paar Monate später schleppten wir sie schon nach Ost-Berlin, wie eine kostbare Beute. Die Partei war hellauf begeistert, fühlte sich in ihrer Beurteilung bestätigt. Die hat, sagte Manfred Kapluck bewundernd, eine große politische Karriere vor sich. Eine ganz große Karriere. An diesem ach so lauen Sommerabend am Waldesrand, der eher in einen Heimatfilm vom Schlager Schwarzwaldmädel gepasst hätte, hatte der KPD-Kater Röhm, also die so nachdrücklich umworbene Meinhof, um es einem im Jargon Pubertierender zu formulieren, gleich in doppelter Weise herumgekriegt. Er hatte sie für die Partei und damit für die Sache des Kommunismus gewonnen. Aber zugleich hatte er es auch erreicht, dass sich sie genau in dem Moment in ihn selbst verliebt. In ihm das angebliche Scheusal mit dem Agentengesicht. Es scheint also ganz so gewesen zu sein, dass in Ulrike Meinhofs Chemie der Gefühle die moralisch grundierte Weltanschauung, manche mögen es Politik nennen, die Rolle eines Türwächters einnahm. In dem Augenblick, als dieser jedoch neutralisiert und seiner Funktion enthoben worden war, gab es für sie keine Möglichkeit mehr zur Gegenwehr. Der Brautwerber konnte nun, um im Bild zu bleiben, ungehemmt durch das Portal treten und sie erobern, und zwar als Objekt seines eigenen Begehrens. Dieser am Rande Marburgs verbrachte Abend, in dem ein Anwerbungsversuch ein Liebesabenteuer ausgelöst hatte, dürfte der entscheidende Moment in Ulrikes Meinhofs noch jungen Leben gewesen sein. Er hatte Folgen, viele Folgen, die sich bis zu ihrem frühen Tod in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1976 nicht mehr unbeeinflusst lassen sollten.
Denn der Abend im Marburger Ausflugslokal führte in Meinhofs Leben einen regelrechten Dammbruch herbei. Wie in einem Zeitraffer änderte sich in nur wenigen Wochen Entscheidendes für sie. Und zwar Privates ebenso wie Politisches kurz hintereinander. Als erstes kam es zur Entlobung von Lothar Wallek, danach direkt anschließend die Verlobung mit Klaus-Rainer Röhl. Die Heirat erfolgte dann erst im Jahre 1961, also etwas später. Unmittelbar nach dem Marburger Ereignis trat sie in die Konkretredaktion ein und ihr erster großer Auftritt als Repräsentantin der Konkretgruppe erfolgte auf dem damals von der illegalen KPD maßgeblich mitorganisierten Kongress gegen Atomrüstung am 3. und 4. Januar 1959 an der Freien Universität in West-Berlin. Dieser Kongress hatte es insofern in sich, als der eigentliche Kontrahent von Ulrike Meinhof kein geringerer als Helmut Schmidt war. Helmut Schmidt, der ja 10 Jahre zuvor Bundesvorsitzender des SDS gewesen war, was ja eine ziemlich interessante Kombination eigentlich ist. Und es kam dort zur Abstimmung über einen Antrag, der von der Konkretgruppe eingereicht worden war und erstaunlicherweise dann eine Mehrheit auch erzielt hatte, nämlich Verhandlungen mit der DDR aufzunehmen über eine interimistische Konföderation mit dem Ziel, dann zu einer deutschen Einigung zu kommen. Helmut Schmidt war so empört, dass er anschließend auf das Podium rannte und in den Saal rief, dass diese Resolution an einem anderen Ort psychologisch vorbereitet worden sei. Also er glaubte zu ahnen oder zu wissen, um welchen Vorgang es sich in diesem Zusammenhang handeln würde. Das hat wiederum zur Folge gehabt, dass die Bedenken innerhalb des Parteivorstandes der SPD maßgeblich angewachsen sind und ich will das jetzt nicht im Einzelnen darlegen, das ist Ihnen als historisches Datum bekannt. Das Ganze im November 1961 schließlich zum Unvereinbarkeitsbeschluss zwischen SPD und SDS geführt hat. Das war ja eine der ganz gravierenden Voraussetzungen für all das, was sich in der zweiten Hälfte der 60er Jahre dann abgespielt hat und im Grunde genommen gekennzeichnet durch eine Art von Heimatlosigkeit, aber auch Unabhängigkeit des Sozialistischen Deutschen Studentenbunds und hatte insofern Möglichkeiten geboten, die zuvor im Grunde genommen nicht hätten wahrgenommen werden können. Am Tag nach diesem Sieg über die verhasste SPD, so wurde das bezeichnet, gab es ein Treffen im Gästehaus der KPD in Kappert in der DDR. Und da war sozusagen das Beutestück, Ulrike Meinhof wurde sozusagen die als große Siegerin und Rednerin dort begrüßt und entsprechend gefeiert. Für diesen Unvereinbarkeitsbeschluss war maßgeblich mitverantwortlich ein Dossier, das man angelegt hatte, das sogenannte Konkretdossier. Und da war die Rede von 13 Schlüsselfiguren im SDS, die das Ziel verfolgen würde, diesen zu unterwandern. Und eine dieser Schlüsselfiguren soll den Namen Ulrike Meinhof getragen haben. Interessant ist nun, dass in einem nächsten Schritt es zur Bundestagswahl 1961 gekommen ist. Und dort war unter anderem angetreten die neu gegründete Deutsche Friedensunion, die DFU. Und in dieser DFU kamen 3 Personen zusammen. Erstens die Parteivorsitzende war Renate Riemeck, zweitens der Wahlkampfmanager war Klaus-Rainer Röhl und diejenige, die im Fernsehspot aufgetreten war, war Ulrike Meinhof, die für die DFU geworben hat. Das Resultat war eine krachende Niederlage. Mit 1,9% schaffte sie es einfach nicht, über die 5%-Hürde zu kommen. Ich komme zum Schluss. Konkret, die Zeitschrift, Zeitung, Konkret war ein Skandalon, aber keineswegs eines, das zündete. Seine Steuerung unterlag ja der Geheimhaltung.
Es hätte durchaus eine Öffentlichkeit zur Skandalisierung geben können, aber dafür fehlte es an den nötigen Informationen und deshalb gab es auch nicht diesen Impuls. Möglich gewesen wäre das allerdings mit dem Erscheinen der Röhl-Erinnerungen, die im Jahre 1974 herausgekommen sind und den Titel trugen »Fünf Finger sind keine Faust«. Die SED war damals sehr beunruhigt darüber und im BSCU existiert ein Dokument, aus dem hervorgeht, wie unschlüssig man seinerzeit war, wie man damit eigentlich umgehen solle. Also welche Gegenmaßnahmen man zu ergreifen habe, um nämlich eine Skandalisierung zu verhindern. Zur Disposition standen drei Möglichkeiten. Erstens, das Manuskript vor seiner Drucklegung zu entwenden. Zweitens, eine Kampagne zur Diskreditierung des Autors zu starten oder drittens, die ganze Sache einfach im Sande verlaufen zu lassen. Man hat sich entschieden für Letzteres, weil sich die ersten beiden Optionen als schlecht oder gar nicht durchführbar herausstellten. Man entschied sich deshalb für diese Version und ob Ulrike Meinhof, die damals bereits in Stammheim auf die Eröffnung des RAF-Hauptverfahrens wartete, sich mit dieser Causa überhaupt befasste, ist nicht bekannt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.